Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was willst du da jetzt zwischenlabern? Ja, los, laber dazwischen. Zwei kleine Italiener, die sehen es ein. Eine Reise in DayZ ist für andere schön und fein. Doch die beiden Italiener hauen jetzt voll in die Fresse rein. Großartig. Leonie. Und damit begrüße ich euch zur 9. Staffel vom DayZ Tag Löwenherz Edition. Ich habe gerade die Stopptaste gedrückt. Und es soll damit losgehen, dass der Ponno und ich jetzt eine Straßensperre errichten und wir ein bisschen Stress machen, weil wir kriegen ihm aufs Maul, jetzt kriegen die anderen auch mal aufs Maul. Hier, ich fahre den Ural, der kaputt ist. Alter, mir blieb das Herz gerade in der Hose stecken. Ja, so ein bisschen. Da hast du wenigstens mal etwas in der Hose, hä? Alter, ey. Aber sowas von Stift, ey. Von sowas von Stift. Ja, dann packe ich die Karre hier hinterm Haus, ne? Und dann können wir ja doch ein bisschen Loot hier reinpacken. Aber ich glaube, der hier fährt nicht richtig. Ja, deswegen sage ich doch, den verstecken wir hier. Der hier fährt nicht richtig, nein. Den machen wir als Straßensperre. Ach so, du kriegst ihn nicht hingefahren. Ja, nee, da musst du... Schlepp mich ab. Also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Komm her, komm her. Ich habe beim letzten Mal was durch die Gegend geflogen. Ja, bei mir ja auch, ein SUV. So, tow to a vehicle. So. Dann gehe ich schon mal ein bisschen Loot sammeln. Okay, er ist dran. Oder soll ich dich absichern? Jetzt schon. Fahr los. Achso, nee, dann stell ich den ab. Hast du gerade ins Mikrofon gerülpst? Nein, das war der Kater. Ah, diese Katzen, ne? Ja, ach, wir haben ja beide eine Katze. Ja. Schon cool, ne? Hat man eine Ausrede für alles. So, dann fahre ich den jetzt runter. Navi, ich stell das genau an die Grenze, ne? Muss gucken auch, ob die Hütte, unsere Hütte hier einen guten Blick drauf hat. Ja, mach ich. Stary ist weiterhin schön grün. Aussteigen. Boah, so eine Double Shotgun hebe ich jetzt mal nicht auf und nehme die extra mit. Pony, ich werde gerade geschlagen, wie blöde. Überlebst du es? Ich weiß nicht, ob ich Verbandszeug eingesteckt habe, ich Idiot. Ich habe, glaube ich, 4 mit. Ja, komme ich zu dir. Ich habe jetzt beide Autos da stehen gelassen. Beide hintereinander? Ja, guck nochmal, ist eine super Sperre geworden. Wollen wir uns in der rote Hütte treffen? Ja, ja, ich komme da jetzt hin. Brauche ich auch jetzt nicht mehr nach Loot gucken. Oder nee, hier ist eine Panzersperre, die nehme ich noch mit. Bist du unten in der Hütte oder oben? Noch nirgends. Ich bin... Okay, was einsammeln ich bin gegangen. Jetzt unten in der roten. Achso, ich komme rein. Okay, mal gucken. Habe ich was mit? Nein, natürlich habe ich nichts mit, ich Idiot. Ich habe sogar noch ein falsches Magazin mit. Verbinde mich! Ich höre dein, dein Herzschlag oder so. Ja, ich bin auch voll drauf, Mann. Das war echt gerade ein bisschen Psycho-mäßig. Wie soll ich die Panzersperre vor die Treppe bauen? Nee, wir dürfen doch keine Panzersperren irgendwo hinpacken. Nirgendwo? Nee. Er war eigentlich gegen die Zombies, weißt du? Ja, dann hoch jetzt hier. Zack, 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 zack. Oh, da ist ein Zombie an der Leiter. Weißt du, was passiert, wenn ein Zombie an der Leiter dich schlägt? Ja. Fällst du Knochenbruch. Runter. Ja, oder das. Aber auch Knochenbruch ist nicht unwahrscheinlich. Ja. So sieht man die Autos von hier gut. Ah, oh, geht so. Die Mauer, die davor ist, ist doof. Ne? Bisschen, die bietet gut Deckung. Ja, das ist scheiße. Soll ich nochmal runter? Vielleicht vor den Ort? Ah ne, dann sieht man es aber auch gleich. Ja, da kommt ein Zombie, glaube ich, die Treppe hoch, ne? Ich kümmere mich drum. Mit der Waffe ist sie leise? Ich glaube, SD habe ich doch, oder nicht? Warte mal. So. Oh, so viel dazu. Ist nicht so leise. Und ein Schuss reicht nicht für einen Zombie. Ist das nicht erbärmlich? Mhm. Guckst du auf die Karte?
Er ist grün. Ja. Mich ein bisschen nervt ist, dass hier oben Zombies laufen, irgendwie. Ja. Auf dem roten. Ja, sag mal an, wo soll man das Ding hinstellen? Aber eher fahren doch die Leute zum Supermarkt, oder? Weil Supermarkt kriegen wir von hier aus echt gar nicht im Blick. Nee. Und die Mauer ist der beste Schutz für jeden Angreifer. Oder du parkst das Ding direkt statt Eingang, ne? Ja. Das wäre noch eine Variante. Gleich das erste Haus. Oder zwischen den beiden ersten Häusern. Also hier jetzt so. In davor. So? Ja, sowas in der Richtung, ja genau. Aber darf ich hier die Zombies mal wegknatzen, die hier rumlaufen? Ja, mach ruhig. Oh, ich wurde auch schon wieder richtig blöd gerade geschlagen, als ich gefahren bin. So. Ja. So, wir machen was? Die Sperre. Ach so, da ist die Sperre. Ja, wenn wir dann hier hinter dem Metall sitzen, dann ist ja auch gut. Ist ja gar kein Problem. Aber ich komme mir so böse vor, dass wir das vorhaben. Starry. Da. Nicht nur um überlegen, welche Seite ich gehe. Ich glaube, ich gehe auf die rechte Seite. Oh. Doch nicht. Ich war das doch. Bist zur Treppe hochgekommen, die Säcke? Ja, und dann ist er aber... Der hat abgekürzt über die Stufen. Hier willst du noch ein Verbandspäckchen haben. Nicht, dass du im Kampf angeschossen wirst und dich nicht verbinden kannst. Brauchst du eine M9, also brauchst du ein M9-Magazin? Was brauche ich denn? Nee, M1911. Kannst du meine Ausrüstung reingehen? Achso. Oder soll ich den Rucksack packen? Ja, pack's mir ruhig in den Rucksack. Ohne Mist, ich höre dein Herz voll pockern, so. Bum, 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 bum. Zack. Oder? Oder Ausrüstung? Ja, doch, ist ein Rucksack. Ja, habe ich. So, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dürfen wir denn hier warten, dass was passiert? Wie viele Leute sind auf dem Server? Oh, richtig viele. Ja, okay. Richtig viele. Sind einige, ja. Richtig viele. Eigentlich muss hier irgendwer langkommen. So, und das Beste ist ja, wenn wir das Feuer öffnen, haben wir ein bisschen Ruhe, bevor die Zombies kommen. Ja, stimmt. Nee, Quatsch, ich glaube, ein Zombie hat mich gerade gesehen. Scheiße, verdammt. Die kommen hier immer wieder hoch. Damit verraten wir überhaupt gar nicht unsere Position. So. Jetzt Ruhe im Puff. Ah, da stehen unsere Karren. Meine, was eignet sich denn noch als Hinterhaltspunkt? Eigentlich nur der Berg gegenüber, ne? Naja, oder man könnte natürlich auch sich einfach hinter das Haus oder so verstecken, weil das ist ja nicht im grünen Bereich. Ja gut, mit meiner Waffe würde es nicht so gehen. Nee, mit deiner Waffe solltest du hier bleiben. Wie sieht's denn allgemein aus mit den grünen Punkten? Und ein Elektro, da geht der Punk ab. Starry war früher viel gefährlicher, als es hier noch das Militärzeug gab. Ja, deine Airfield ist auch rot. So. Kleines Air, ja, oben, Grasnussdorf. Naja, aber die da oben, genau, das meine ich, aber die da oben jetzt grasen, die müssen ja irgendwo langfahren. Ja, das stimmt schon. Aber oh, mein GPS geht immer aus, wenn ich mich nicht bewege. Also ich frage, wie lange wir abrocken wollen, da hast du recht. Ja gut, jetzt sind wir erst in Position gegangen. Man muss natürlich schon ein bisschen Eier haben und warten. Weißt du, der geeignete Jäger, ne? Der muss ja, der braucht Ausdauer. Das ist wie beim Angeln. Ja. Weißt du, und der Mann an sich ist ja schon der Jäger, ne? Der geht ja auf die Pirsch, um sich ein Weibchen klar zu machen. Ja. Ja. Nun, ist schmatzt auch gerade für die Schmatzfetische Zuhörern und Zuschauern. Oh, hat dir gerade jemand abgeschmatzt? Voll abgeschmatzt. Warte mal. Das heißt, sobald wir ein Auto sehen, was auf unsere Straßensperre zufährt, nehmen wir unter Beschuss? Weiß ich nicht. Oder nehmen wir es erst unter Beschuss, wenn es anhält?
Anhalten wäre ja eigentlich besser. Das Problem ist nur, wenn ich so eine Straßensperre sehen würde, dann würde ich, glaube ich, links rumfahren, anstatt hier rechts vor unserer Nase. Ja, aber es reicht doch schon, wenn sie links rumfahren. Nee, wenn die jetzt von unten kommen. Ja, aus Richtung Südost. Hast du einen Kompass? Ja. Ne, wenn die aus Richtung Südost kommen. Meinst du den Feldweg jetzt? Nee, nicht den Feldweg, die Straße. Hm. Ja. Und ich muss erstmal meinen Toffifee runterschlucken. Hm. Er hat schlucken gesagt, ey, geil. Schlucken. Warum steht übrigens ein Polizeiauto? Wenn die halt von da unten kommen, ja, dann glaube ich, dass die dann von sich aus gesehen links rumfahren. Also hinter dem Haus, was wir nicht sehen. Ach so. Es kann natürlich alles passieren. Wenn die natürlich von rechts kommen, dann hast du einen guten Blick, ne? Ich habe einen guten Blick, richtig. Okay. Tja, sowas habe ich noch nie gemacht. Ja, einer von uns ist auf jeden Fall benachteiligt. Das ist schon mal Fakt. Hast du sowas schon mal gemacht, dich auf die Pirsch gelegt, um Leute zu killen? Doch, wir haben es mal versucht, aber das hat sowas im Chaos geendet. Aber das war nicht das mit der Straßensperre vom Pseudo. Doch, da bist du doch noch gekommen, oder nicht? Ja, das gibt's auch auf Video, das war peinlich. Ja, das war, glaube ich, das einzige Mal. Okay, und diesmal wollen wir so richtig abgehen. Gut, zu zweit ist ein bisschen schlecht, ne? Wenn vier Leute aussteigen, die alle wegzunatzen, na mal gucken. Wird richtig übel. Muss jeder Schuss ein Treffer sein? Ja, ich habe vollautomatisch. Oh, ist auf halbautomatisch. Jetzt ist er vollautomatisch. Tja, und sonst so, Ponne? Alles gut? Naja, mein Lehrgang ist heute ausgefallen. Oh, das ist ja traurig. Habe ich auch gedacht. Dann habe ich im Kalender nachgeguckt. Der Polizei war, ich stand halt vor verschlossener Tür. Ja. Aber jetzt habe ich den Kalender nachguckt und morgen fährt es auch aus. Aber ist so frei und deswegen Zeit mit mir zu zocken. Ja, nee, ich wäre jetzt online gekommen. Also, ich wäre jetzt so oder so hier. Ach so. Geht dir nur bis 9:30. Der Lehrgang? Oh, ja. Abends 9:30. Abends 9:30 in Deutschland. Also ist manchmal ein bisschen ermüdet. Ja, das stimmt, ja. Ich war heute beim Tierarzt. Mit wem? Mit meiner älteren Katze. Mit der Sunny-Katze. Jetzt in unserer Lieblingsabonnentenkatze. Die Lieblingsabonnentenkatze, ne, wovon, also es sind ja viele Fan von Sunny, ne, meinten ja schon, die brauchen einen eigenen YouTube-Kanal. Die hat Blut gepinkelt und das fand ich gar nicht cool. Blasenentzündung. Nee, eben nicht. Was? Nieren wurden abgecheckt, Leber wurde abgecheckt. Ich habe gesagt, die Katze hat ein Alkoholproblem, können Sie das mal überprüfen? Ich dachte, ich verarsche sie, aber ich glaube, das habe ich schon mal vor den Abonnenten erzählt. Ne? Meine Katze steht auf Bier. Das ist total bekloppt. Ja, aber die kommt ja nicht immer ran. Naja, aber du weißt doch, wie das ist, Beschaffungskriminalität und so, die macht das einfach. Und naja, dann wurde sie geröntgt und ja, keine Ahnung, wird auf jeden Fall schweineteuer und nichts wurde herausgefunden. Wollte gerade fragen. Das ist manchmal so verrückt, was... Naja, was man an Geld in so ein Tier steckt. Genau. Und dann ist es wiederum so, manchmal dann tut man alles, was man noch so kann. Ne? Mhm. Das ist leider so verrückt, aber das ist, soll jetzt nichts gegen Sunny sein. Ich rede jetzt von einem Meerschweinchen. Ja. Ne, das haben wir aus dem Tierheim geholt, hat 15 Euro gekostet. Und am Ende haben wir nochmal 100 Euro für ausgegeben, nur um es wieder aufzupäppeln. Und dann ist es nach einer Woche gestorben. Ja, ja, solche Sachen zum Beispiel, das ist heftig. Bei der Katze doch das Gleiche, meine Katze war gratis. Ja, die ist meiner Schwester damals zugelaufen und was heißt zugelaufen? Meine Schwester hat die in einem Stall gefunden und die Mutter hat sie abgestoßen. Und ich habe die damit mit einer Flasche aufgepäppelt und so, weißt du? Das war Sunny Katze. Ach ja. Und jetzt ist er halt auch schon 10 Jahre alt. Und Ponne, weißt du, warum ich das weiß? Nein. Weil ich sie 3 Tage vor unserem Schulabschluss gekriegt habe, bevor wir aus der Schule gegangen sind. Und weißt du, wie lange das her ist? Ja, Arschlange her. 10 Jahre! Wir haben jetzt Jubiläum, yeah! Ja, ob das was wird? Ja, keine Ahnung. Ich kümmere mich drum. Du? Ja. Ich dachte, es ist erstmal eine Hochzeit zu organisieren. Ja, doch nicht meine. Ist doch die von meiner Schwester. Ich heirate nächstes Jahr kirchlich.
Ja. Noch gar nicht. Was? Ich noch gar nicht. Ja, gibt ja auch noch keine Einladung, weißt du? Ey, wollen wir uns richtig angucken, wenn wir miteinander reden? Ey, ich seh dich ja. Hey, ja. Hi, ne? Ja, hi, ne? Castro. Ja, was geht ab? Ich muss trotzdem das GPS nebenbei anmachen. Gefährlich aus. Oh, warte mal. Third Person. Ja. Nee, es war nur der Wind. Es war nur der Wind. Oh, schade, ey. Oh, Mann. Wir wollen Action haben. Okay, aber oben bei Grasnostaff ist das Rote jetzt weg. Hoffnung, dass sie hier vorbeikommen. Naja, aber bis sie hierher kommen, das dauert ein bisschen. Nein, du unterschätzt das. Du musst einfach mit dem SUV einfach mal ordentlich Gas geben. Meinst du? Wenn du redest, dann ist das dein Rechner, der so laut ist? Das klingt immer wie ein Motorrad im Hintergrund. Ey, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube ja langsam, dass das meine Boxen sind. Oder ich habe zwei Soundsysteme aktiv. Eins hinten, was an den Boxen angeschlossen ist, da muss ich, und eins, was an meinen Kopfhörer, weißt du? Ja. Also zwei Soundkarten, eine on board. Und einer halt, hier rede ich jetzt Quatsch. Ja, was denn? Ne? Eine USB mal, oder was? Vorne hast du ja auch nochmal Sound. Ja, aber das ist doch, also, das ist aber doch gekoppelt mit der Onboard. Gibt also keine Probleme, ja? Eigentlich nicht, nein. Ich habe doch auch ein Soundsystem hinten dran und dieses Headset, über das ich gerade spreche, das ist vorne dran. Achso, naja, ich kann jetzt zum Beispiel meinen Kopfhörer hier rausmachen, ne? Ja. Und dann fragt er mich, ob ich, wenn ich meine Boxen dann anmache, ob ich die Boxen jetzt verwenden will. Ja, das ist ja klar, aber ich muss sie noch nicht mal rausziehen. Oh. Ich habe so eingestellt, dass immer aus Boxen und aus Headset gleichermaßen Ton kommt. Ach so. Das kann man zeitgleich schalten. Oh. Hast du Realtek? Ja, ne? Ja. Ja, damit geht das. Aber glaub mir, das ist ein ganz komisches, verrücktes Hin und Her. Ist es dann vielleicht mein... Das war ich. Ist es vielleicht dann mein... Kein Zombie kommt. Ist es vielleicht dann mein Headset, was so scheiße ist? Ne, das weiß ich nicht. Aber eigentlich das meistens ist es ein Anwenderfehler. 40 Euro. Achso, ja, meistens ist es. Ja. Ach man, wenn ich jetzt losgehe, um Loot zu suchen, dann kommt wer, dann kommt du? Wer. Ja, garantiert. Pass auf, aber du könntest es ja trotzdem machen, zum Supermarkt mal laufen. Ich halte hier die Stellung mit dem Fernglas, guck nach oben und so. Damit es rot wird? Ja, nicht unbedingt damit es rot wird, aber dann kannst du schon mal looten, kommst wieder, packst ein bisschen was in unseren Ural. Und ich mach hier safe, oder andersrum. Du machst safe und ich renne los, mir egal. Nee, mach du ruhig. Also ich, das heißt nicht, dass ich mit der CZ treffe. Ah ja, okay. Wo willst du denn hin? Ich renn zum Supermarkt. Echt? Obwohl ich das gerade gesagt habe? Mhm. Alles klar. Ponne, ich hab doch eine Nahkampfwaffe, du nicht. Naja, da hast du schon recht, aber ich habe ja Pistole für solche Fälle. Also die 1911er ist ja mal gut. Ja, klar. Du musst ja nur auf die Brust schießen, dann fällt ja so ein Zombie sofort um. Das ist richtig. So, mal gucken, was hier liegt. Eine Bärenfalle, Alter! Ja, richtig geil. Ja, boah, dann dürfen wir auf gar keinen Fall ums Leben kommen. Ist ja die Frage, ob es hier irgendwo ein Auto gibt, wo du eine Bärenfalle ins Auto tun kannst. Ja, aber wo ist da der Sinn hinter? Dass das Auto eh nicht gebraucht wird, weil es eh scheiße ist und deswegen so, es gesichert ist. Ja, falls wir jetzt doch sterben. Hey, du weißt ja nicht, ob wir einen vollbesetzten SD-Wagen kriegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ich guck und mal. Dann jetzt ist der Reblau. Jawohl, ich seh. Lange hält dein Skin? 30 Tage. Geil. Solltest du auch mal machen. Tu was Gutes den Jungs von Löwenherz und spende. Mach weil die haben was davon und du auch. Warum ist eigentlich gar keine Events mehr? Müsste es vielleicht jetzt morgen am Wochenende oder so wieder geben, weißt du? Jetzt hier, zwei Wochen bin ich jetzt schon... Oh, ich muss schießen. Hört man das bei dir? Nee, gar nicht. Okay. Das ist ja heftig. Dann ist die SD doch ganz gut. Ja, krass. Ich habe eine Lee Enfield gefunden. Stecke ich mit ein. Dann bist du ja bald voll. Oh ja. Weißt du, was ich glaube, das Schlauste ist, wenn ich in Richtung kleines Airfield gucke. Weil die Stadt zu gucken bringt nicht viel.
Das kann sein. Gerade so die Kirche, bis zur Kirche, die Straße. Also vorm Supermarkt steht ja ein kleines blödes Auto, aber da will ich das Zeug nicht reinpacken. Ach so, das ist ja direkt vorm Supermarkt. Aber wer holt sich sowas denn? Ja, weiß ich nicht. Kranke Schweine. Ach, wegen der Bärenfalle auch, ne? Ja. Oh nein, jetzt werde ich durch eine Scheibe geschlagen, ich raste aus. Auto? Kommt eins? Nein, im Auto wirst du geschlagen. Nein. Haut ab! Verfickten Zombies. Also entweder wirkst du gerade abschreckend für irgendwen. Ja, meinst du? Ja, eins von beiden. Wie gesagt, Stereo war die letzten zwei Tage Kampfgebiet. Ich bin doch so eine anziehende Person. Oder gleich kommt halt, wie gesagt, XD oder sowas um die Ecke. Ich habe ein Fernglas gefunden, hast du eins? Ja. Okay. Und zu Hause eins mitgenommen. Ah, das ist aber schön. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt hier mit der Bärenfalle? Die muss ich irgendwo echt safen. Dann packe ich das hier in das Gammelauto, sagst du, ja? Oh, ich werde hier schon wieder geschlagen. Ich muss hier weg. Ich komme jetzt erstmal wieder zurück. Das macht hier keinen Sinn, du. Das macht keinen Sinn. Zombies, ne? Mhm. Aber lauf mal nicht die Treppe hoch, glaube ich. Lieber die Leiter, lieber, ne? Ja, und dann kommen die Zombies wenigstens. Aber ich habe schon, na, so mehr als ein Drittel Blut verloren. Ja, dann darfst du selbst entscheiden, ob... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier warten sollten oder ob wir mit dem, was wir jetzt schon gefunden haben, wieder zurück sollten. Wir haben eine Bärenfalle, aber eigentlich wollten wir ja uns auf die Lauer legen. Es ist so scheiße, ey. Jetzt eine Bärenfalle, weißt du, die ist selten. Hm. Naja, und Aufnahmestopp, bis jemand kommt, geht auch nicht. Ja klar geht das. Das ist gar nicht das Problem. Dann machen wir es den Zuschauern nicht so langweilig. Höchstens ist es für uns langweilig. Ja. Ach Mann, ey, wenn man Action will, kriegt man keine. Ich hasse es, ey. Action. Kann ich mal durchziehen, wie auf dem FIFA. Dann beschäftige ich mich mal. Ja, mach mal. Ich renne nochmal hier durch. Ob hier noch was ist. Ist noch eine Makarov gespawnt. Und hier haben wir... M1911 Munition, Makarov Munition, leere Getränkeflasche, mehr nicht. Leere 29 Whisky. Potenzielle Gegner. Opfer. Opfer. Junge, Opfer, nicht Gegner, Opfer. Ich weiß nicht. Und sollten wir uns da nicht beide mit dem Sniper auf die Lauer legen und ich gehe vielleicht auf die andere Seite in den Wald? Fahren jetzt erstmal kurz zurück. Ja, los, komm, lass uns das machen. Komm runter. Okay. Wenn jetzt natürlich einer kommt, dann wär's natürlich echt heavy. Nein, hör auf sowas zu sagen. Pass auf, lenkt nochmal die Zombies ab, ich antaue den einen Wagen trotzdem jetzt. Nur den Zombie hier vorne oder was? Ja. Ist hier überhaupt was drin? Oh nein! Ich hab einen Knochen gebrochen! Ponne! Porne, hilf mir, Morphin! Hast du kein Morphin? Ich bin bewusstlos. Na, ich kann doch jetzt nicht mit den Zombies, die ich am Hacken hab, zu dir kommen. Oh, warte. Ich hab grad vier Zombies am Hacken. Ja, dann renn einfach weg, ich kann mich, glaube ich, schnell noch verbinden. Oh, so eine Kacke! Gut, dann fahren wir auf jeden Fall zurück. Ja, das Antauen funktioniert nicht so hundertprozentig. Das hat mir gerade wehgetan. Alter, man hat den Knochenbruch aber echt 100 Meter weit gehört. Ja, echt ärgerlich, ne? So, Morphium verabreiche ich mir ja noch. So, dann lass uns hier verschwinden. Komm zum Auto. So, ich habe gerade ein Verbandszeug nochmal gefunden. Als Fahrer einsteigen. So, ich komme jetzt
abgelaufen. Hältst du an? Ja, ja. Ich höre gerade nur nicht viel, weil ich schön grau bin. Ach du Scheiße, ehrlich? Mhm. Oh Scheiße, dann überleben wir ja gar keinen Nahkampf. Nee, außerhalb von Starry bitte mir Blut geben. Oh, so eine Kacke. Okay, hier. Hauptsache da oben kommt keiner. Nee, da kommt keiner. Ich stelle mich in das Auto. Ja, gib's mir, Baby. Oh, kann es auch sein, dass du Schmerzmittel brauchst? Ja, die gebe ich mir gerade selber. Alles gut. Okay, wieder Farbe. Oh, ein Ton kommt wieder. Warte mal kurz. Ich will mal einen Haltepunkt mal auf 100 setzen. Weißt du, wie das ist? Ich weiß, wie das ist. So, bist du drinne? Ja. Achso, ach so, Entschuldigung, ja. Ja, ich war noch auf der Karte gerade. Du machst immer First Person? Nein, First Person mache ich nur eigentlich im Wald. Ach so, okay. Ich dachte gerade, hättest du ja sehen müssen, dass ich gerade einsteige, aber okay, bin ich cool. Ist der hier heile? Da wäre drin gewesen. Soll ich mal reingucken oder was? Ja, guck mal rein. Berg aus. Ich gebe Rückendeckung. Naja, der Tank ist rot. Aber sonst fährt er. Ja, mit dem sind wir schneller unterwegs, ne? Ja, aber nicht im Wald. Da sind wir richtig arschlangsam. Ja, das stimmt. Und da sind wir wenigstens in deinem gepanzert. Dann nimm ihn trotzdem mit und stell ihn mal wieder unter das Carport. Ach so, ehrlich? Ja. Mal gucken, wer den wieder klaut. Gut, wir müssen noch mal tanken. Wenn dir das nicht zu gefährlich ist. Was ist denn hier los, ey? Wollte hier auch jemand eine Straßensperre richten? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Das ist ja unsere Straßensperre, die wir mal machen wollten. War die hier? Ja. War eben gerade an einem Ort. Ah. Ich fahre mit normaler Geschwindigkeit, bist du sogar einen Tucken schneller als ich. Nee, ich habe nicht normale Geschwindigkeit, ich shifte. Wenn ich jetzt shifte, gut, dann hole ich dich ein. War ich 112, 113. Ja, ich 97 halt auf Shift. Naja, gut, okay. Kannst es ja versuchen, an mir vorbeizuziehen. Nee. Ich glaube, du musst mich nur einmal berühren und ich gehe in Flammen auf. Wahrscheinlich. Hier vorne, kann man hier vorne nicht schon tanken? Ja, ja, hinterm Ort meine ich, oder? Ah, ja, ja, hier ist man nicht genau. Aber wir müssen noch links ab. Ach nee, wir fahren die alte Strecke, ne? Wir können auch geradeaus fahren, ja. Ja, lass uns die andere fahren. Ich glaube, die andere ist auch ein bisschen ungefährlicher. Tankst du auch? Hier vorne ist ein SUV. Ich geh mal kurz gucken, ich geh mal zum SUV und gucke. Bin gar nicht. Runde? Oh, bitte sei heile. Das wäre ja der Hammer. Ach da, jetzt sehe ich ihn. Ein Reifen kaputt. Wir haben aber keinen mit, ne? Ja, aber ey, das schleppe ich ab. Ach so. Jo, gute Idee. Dann können wir irgendwas anderes dafür loswerden. Ja, den Gas, den du gerade hast. Ey, denn nein, den packe ich doch in den Unterschlupf da. Ach so. Ne, ich habe ja, ein SUV habe ich ja sowieso noch auf dem Gewissen. Das ist ja eine Freifläche, wo ich dann parke. Eigentlich müsste das okay sein. Ja, du darfst es nur nicht im unmittelbaren Nahbereich vom Lager und das machst du ja nicht. Nö, schließlich wurde ja das Auto ja schon mal geklaut an dem Stellplatz. Ja, eben, du stellst anderen Leuten ein Auto zur Verfügung. Ja, ist doch cool von mir.
Oh, was mache ich denn da? Hallo. So. Und wie schaut's? Jo ist drin. Aber bei dem dicken Ding kann man wirklich nicht, während man taut, einsteigen. Okay, wir können weiter. Soll ich vorweg? Nee, war dummer. Kannst ruhig vorfahren. Nö, wenn wir Hamburg brauchen, dann bist du besser. Meinst du? Ja, meine ich. Ja stimmt, wenn uns einer entgegenkommt, dann ramme ich den einfach kaputt. Ja, ich glaube echt, dass du da eine Chance hast. Ja, das stimmt. Wenn du Bäume platt machen kannst, ohne einen Kratzer zu bekommen. Na gut, eine Scheibe, aber mein Gott, Scheibe. Denn ja, Scheiben sind voll egal. Ja, hast schon recht. Ja, ich fahr vor. Das macht Sinn. Wir rammen alles weg. Wir sollten mal ein Rennen machen mit so 4 oder 5 Urals. Ein privates Rennen? Ja, einfach so, was wir mal selber veranstalten. Das ist ja ganz schön tricky. Ja, ich sag's dir. Voll crazy abgekürzt. War ich falsch? Ja, ne? Nein. Nee? Ah nee, hier gleich kommt's erst rechts, ne? Mhm. Ja, ist... Oh, beinahe schon wieder was geknutscht. Ja, den habe ich heute Morgen geknutscht. Dann warte ich da vorne, dass du schön dein Auto parkst und dann fahren wir nochmal am Gearstand vorbei. Ja, nüt. Immer. Tja. Aber welches Auto nehmen wir denn raus aus dem Lager? Weiß ich nicht, gucken wir dann. Beziehungsweise wir können den hier abstellen und mit dem LKW fahren wir wieder los. So, ja, cool. Ja, ne? Ja, LKW. Moment mal, ist das der einzige, den wir haben? Nein. Diesen LKW haben wir ja auch erst unterwegs gefunden. Oh, ja, dann haben wir doch noch einen gepanzerten, oder nicht? Das kann sein, ja. Fahren bitte. Das sieht richtig schön aus. Also professionell? Als ob das da hingehört. Ey, warte mal, da ist was drin im Auto. Ist der Motor noch an? Ja. Hä, hey, ich konnte da eben gerade... Ne, hinten vom SUV ist der Motor noch an. Oder von deinem Auto. Eben gerade noch aus Ausrüstung. Warte, jetzt geht's. Ach so, okay, Makarov. Okay, spring rein. Umweltverschmutzung. Bin drin. Ja, kenne ich nichts, ne? Umweltverschmutzung ist mein A und O. Das sieht so cool aus mit dem Haus. Das, ja, ich glaube, der soll da irgendwo hin. Was ist denn der Gearstand? So, Stereo ist immer noch grün. Ah ja, hier weiter links, ich sehe ihn gerade. Inge. Also irgendwie fühle ich mich hier unsicher. Und los, Ponne, sag mir, dass da was Gutes drin ist. Lüg mich an zur Not. Ja, irgendwas Nettes. Oh, eine G17 mit Magazin. Aha. Das ist schon mal nett, das ist nett. Ja. Ja, nett, ja. Aber Sandsäcke, na, so schaffen wir es leider nicht. Oh. Und MP5 SD Magazin. Nein. Besser als nichts, oder? Nö, ist cool, weil du kannst... Irgendwie glaube ich, nee, G17 kannst du Munition, also MP5 Munition kannst du für G17 nutzen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob es andersrum auch geht. Das weiß ich auch nicht. Ob du mit einer G17 MP5 SD Munition verwenden kannst. Das weiß ich auch nicht.
Hallo Ziege. Brauchen wir noch Fleisch? Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also dafür war jetzt, glaube ich, der beste Loot, den ich jetzt hier auf dem gehabt habe. Ja, meiner eine DMR. Boah. Naja, ich meine jetzt direkt vom Lager. Aber mal, okay. Ich glaube, mein bester Waffenloot war hier der M16. Weißt du? Ja, ja. Aber nee, auch genau auf diesem Deerstand hier, eine DMR. Ach, auf dem? Ja. Heiß. Ja, gut. Aber haben wir ja leider auch nicht mehr. Was machen wir nicht mehr? Nee, wir haben keine DMR mehr. Die hast nur deine letzte verloren. Ich glaube, ich wurde erschossen. Ach, das Übliche. Ja, oder es war irgendein Auto, was explodiert oder so. Ach, ich weiß es nicht. Es war traurig. Du, sag mal, wird's dunkler gerade? So, die Admin töten sich gerade gegenseitig. Das weiß ich nicht. Ich finde nicht. Oh, vorne ist eine Tanne. Guter Kant, Dude. Ja, ich habe in Sachkunde in der Grundschule aufgepasst. Das, meine lieben Kinder, ist eine Tanne. Ah. Oh Gott, aber selbst heute, ich krieg den Unterschied, glaube ich. Also klar, Tanne, Fichte und so, ne? Aber bei Bäumen bin ich ganz, ganz schlecht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, es gibt immerhin irgendwas, weiß ich gar nicht. Mama. Muss mal Sound ein bisschen leiser machen, die Leute, weil... Ja, sag. Ich glaube, es gibt 3000 verschiedene Tannenarten nur allein. Ja, scheiße, siehst du, und ich kenne nur 2900. Und die 100, die ich nicht kenne, wachsen in Deutschland. Ja, und die Laubbäume willst du gar nicht wissen. Die sind, glaube ich, gar nicht zu erfassen. Weil es immer wieder neue gibt. Weil die miteinander harmonieren und dann kommt irgendwie ein neuer Baum. Ja, genau. Verrückt. Aber ich weiß nicht, wie viele, ob es 9000 waren. Na, ich habe letztens mal einen Pfadfindern irgendwas denen erzählt, weißt du? Und da hatte ich mich mal kurz schlau gemacht, habe es jetzt aber schon wieder vergessen. Weißt du, was cool wäre, wenn man oben, da wo diese Luke ist, mit einem MG rausgucken könnte? Habe ich auch gedacht. So, wie oft macht ihr das eigentlich? Ich meine, irgendwann könnte es ja mal passieren, dass ich da was reinlege. Immer wieder. Vielleicht habe ich ja jetzt was reingelegt. Ja, vielleicht. Ja. Wie es aussieht, gehen diese Zelte gar nicht kaputt. Kommen immer wieder. Die sind... Naja, was heißt nicht kaputt? Sie kommen immer wieder. 5, 6, 7. Guck, es sind 7 Fahrzeuge. Wir lassen den SUV hier. Ja, nee, coole Idee. Oh, ich werde wieder sterben. Wieso? Nee, es ging. Oh, ich hätte voll den Hunger, ey. In echten Leben? Nee, ja doch, den hatte ich auch, aber den hatte ich heute gut bekämpft. Oh, Stein. So. So, jetzt die Bärenfalle hier rein. Hey. Wolltest du mich gerade mit einer Dose abwerfen? Naja, man kann ja eigentlich mal üben, ne? Granaten werfen? Dosen werfen. Ist auch so ähnlich, oder ist das nicht so ähnlich wie Granaten werfen? Ja doch, vielleicht, weiß ich nicht. Gesundheit! Ich werde endlich mal hier das Auto ausmachen. So, mal schnell was futtern. Ja, gar nicht mal so übel. Engine leicht grün, Tank leicht grün, Karosserie, Punch. Was brauchen der SUV noch? Nur noch ein Dings, ne? Nur noch ein Reifen. Oder nicht? Ja, ja, Metallteile sind, ihr vergisst nicht, diesmal was mit zu... Ja, pass auf, ich nehme jetzt... Verbandsbäckchen. Ja, das auch, und ich nehme jetzt eine Sniper mit. Gehen wir beide auf die Kurs. Nee, ne? Was willst du hier lassen? Decke, nee, ne, ist gut. M14 Aim zielt ja nicht so weit, hat ja nur einen Rotpunkt, ne?
Ja, das ist schlecht. Das ist zu sehen. Ja. Ey, du klingst gerade schon wieder schlecht. Jetzt ja. Besser? Ja, viel besser. Oh, hast du eine geile Stimme. Ja, danke, ich trainiere wöchentlich. Alter, es ist so komisch, du hast einen Herzschlag, ey, richtig gruselig. Ja. Ey, warte mal, wenn wir jetzt aber Sniper-Waffen haben, ey. Ja. Oh, dann könnten wir richtig geile Action jetzt machen. Ja. Oder? Aber was könnte man denn für eine geile Action machen? Leute wegschießen. Ich habe mal ein Video gesehen, da haben sich welche südlich vom Flugfeld, ist ein ganz kleiner Hügel, so ein ganz kleiner, mickriger Hügel, aber der reicht aus, dass man komplett über das ganze Flugfeld sehen kann. Oh, dann nehme ich mir lieber noch mal ein paar Magazine mit. Halt nur die Frage, ob wir da lebendig hinkommen und dann, wenn wir dort liegen, da sollen noch irgendwie so Felsen liegen, stehen oder so, ja. Ob wir da auch überleben. Ja, dann los. Ich kann dir die Koordinaten mal sagen, und zwar... Nehmen wir hier den Jeep. 50, 58. Und die Frage, ob wir da unbemerkt hinkommen. 50, 58. 50, 58. 58. Was denn? Einfach nur unterm Flugfeld. Ja, aber das ist dann nicht 50, 58. Macht der jetzt doch links und oben, dann erst oben? Ja, ne, warte mal, 50? Ah doch, Mensch, du hast recht, ich war doof. Ne, und da sind ja, wenn du ganz nah ransuchst, da sind so kleine Felsbröckelchen und so. Da kann man sich, habe ich mal gesehen, dass sich da ein Sniper hingelegt hat. Ja, dann machen wir das. Los, und wir könnten ja hinten rum ranfahren. Da gibt's ja so eine Straße, dann könnten wir das Auto an der Straße parken. Hinten rum. Verstehst du? Verstehe, hintenrum. Durch die Brust, mitten ins Herz. Nee, durch den Rücken, mitten ins Herz. Ach, irgendwie sowas. Also wenn Markus sehen würde, wie es jetzt schon wieder hier im Lager aussieht, ne? Ja, dann kann der wieder aufräumen. So, wie fahren wir unauffälligsten? Ich würde sagen, den gleichen Weg wie eben zurück. Ja. Aber warte, ich muss den Ton wieder ein bisschen lauter machen. Für den Fall, dass wir beschossen werden. Genau, Fall. Okay. Alles klar, weiter? Ja, den gleichen Weg wie eben zurück. Ne? Okay. So, meine lieben Freunde, und wir machen, damit es für euch wirklich nicht so langweilig wird, jetzt einen kleinen Cut und ich hau dann wieder rein, wenn wir am Flugfeld sind. Also bis denn. So, da sind wir wieder. Wir werden gerade von einem Auto irgendwie so ein bisschen Maß genommen. Wir müssen mal kurz gucken. Da kommt einer, er schießt. Oh. Oh, Wheel kaputt, aussteigen, aussteigen. Oh, ich bin tot. Nee, ich blute nur. Ich bin noch bewusstlos. Helikopter. Helikopter! Was, da oben fliegt der Helikopter. Was schießt er denn? Wo ist der Typ? Scheiße. Ach, weiß ich nicht. Da oben irgendwo. Oh, ich bin gleich tot, ey. Ich weiß nicht, ob ich es noch wieder ins Spiel schaffe. Unter Feuer kannst du nicht nehmen, ne? Ich sehe den Typen nicht. Aber ich kann in das Auto kommen, ne? Ja, kannst du. Oh, ich hoffe, er lässt mich. Ey, bitte, lass mich in das Auto laufen. Ich sehe den Typen nicht. Oh nein, er schießt wieder auf mich. Er schießt auf mich. Doch, jetzt sehe ich ihn. Bin nett, wenn du ihn tötest, er lässt mich. Oh, das klingt gut. Er rollt sich. Meine Vorstelltaste klemmt. Er blutet. Der Beste. Ich nehme die M1911 und renne hin. Er blutet. Ich? Nee, ich renne hin. Ich kann nichts sehen. Ich komme gleich zu dir wieder, ja? Ich muss den Typen jetzt erstmal lang machen. Nicht, dass er jetzt gleich aufsteht. Aber du lebst noch, ja? Ja, ich helfe dir mal. Bei Wahnsinn, was ich gerade mache. Jetzt!
Nee, Spartaner. Du bist so ein harter Typ, das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ach, jawohl. Alter, heftig, Alex. Ich komme zu dir. Ja, mach das. Alter, bist du ein harter Typ, ey. Richtig gut. Danke, danke, danke. Ich tue, was ich kann und gelernt habe in der Schule. Ne? Du hast mich leider echt gut erwischt. Was du denn? Ich sehe dich gar nicht. Hier. Das war der Leiche. Ja, was soll ich dir was geben? Ja, Blut. Bin gleich tot. Ich brauche eigentlich kriegst nur einen Kratzer. Ah, guck mal, der ist nach links abgebogen und hat sich sein Ural kaputt gemacht. Ausrüstung. Kompositbogen. Ja, ist nicht viel drinne. Ja, der hat sich ein Wheel geschottet. Das war ja nur auf Kampf aus, ne? Spababatana. Alice-Pack was drin gewesen? Habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht geguckt. Musst du mal machen. Er hat auf jeden Fall einen Revolver, falls du lieber Revolver hast, anstatt... Nö, schon okay. Nehmen wir das Verbandszeug mal raus. Ja. Ich nehme mir hier auch nochmal. Alter, wie du den weggeknatzt hast, ey. Heftig, Alex. Ja, was willst du denn machen, ne? Er hat eine Blutkonserve und noch eine mit. Nehme ich mal raus, ne? Ja, mach mal. Und er hat eine CZ noch gehabt. Oh, auch nicht schlecht. Nehme ich auch mal mit. Alles klar. Okay, unser Auto ist aber leider jetzt Schrott. Das heißt auch, ne? Ja, ja, wir müssen zu Fuß weiter. Ja gut, dann lass mal hier weg. Ja, los. Alter, aber heftig, ey. Da hat der Typ hat er dich unter Beschuss genommen eigentlich? Das weiß ich nicht. Es flogen auf jeden Fall ein paar Kugeln in meine Richtung. Weil ich glaube, auf mich flog alles. Ich bin ja wieder zum Bewusstsein gekommen und habe mich dann so hinter das Auto gerollt und er hat mich so dermaßen auf mich geballert dann. Also ja, aber der konnte nicht gut umgehen, glaube ich, mit der Knarre. Aber welche Knarre hatte er denn jetzt letztendlich? M4A1, die habe ich eingesagt. Ja, supi. Ja, das ist doch richtig. Ach, dann hast du die CZ von dir reingelegt, oder was? Nee, die CZ habe ich auch noch. Dann hatte der noch beides. Boah, da vorne steht doch ein Bus oder ein Ural oder irgendwas. Wo? Wo bist du eigentlich? Rechts neben dir. Ah, da. Hat sich doch gelohnt, oder, Ponne? Doch, da steht irgendwas. Ein Ural oder so. Also war auf jeden Fall Action. Ja, hatten wir schon mal wieder Action. Dabei hatten wir nur Sniper-Gewehre mit, also... Ja, ich tue, was ich kann, ne? Im Bus steht da auch noch. Ein blauer. Ja, auch okay. Na, wir haben aber auch... Hauptsache irgendwas von beiden funktioniert. Ja. Weil wir sind, glaube ich, mitten in einer Pampa hier. Da ist auch ein Deer-Stand. Auf der linken Seite. Tja. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, den schon mal wegzunatzen. Du hast eine CZ noch dabei, ich habe eine CZ... Nee, ja, ich glaube, der Bus ist kaputt. CZ dabei. Der Bus ist im Arsch, linker Vorderreifen im Popo. Tja, das... Soll ich mal auf die Map gucken, wie weit wir noch brauchen? Wir brauchen noch 1,7 Kilometer. Ich habe einen Punkt gesetzt. Nach hier. So, laufen wir auf dem Berg da erstmal hoch? Ja, hier rechts, ne? Bei Carabino? Bei Cabanino? Cabanino. Ja, genau. Ja, genau, hier rechts. Da oben. Weil wenn ich jetzt nicht hingelaufen wäre, dann wäre er aus seiner Bewusstlosigkeit wieder aufgewacht und, Konntest du das sehen, wo du und wie du getroffen hast? Nee, ich glaube, ich habe ihn in den Körper getroffen. Kopf war wohl nicht. Weiß ich nicht. Er wäre wahrscheinlich tot gewesen, ne? Gehe ich von aus. Oder man braucht trotzdem zwei Schuss. Aber ich gehe davon aus, dass er jetzt bewusstlos war und deswegen bin ich ganz schnell hin und habe den erstmal was reingedrückt mit der M1911. Das heißt, er lag da ja auch, ja? Er lag dort und hat geblutet. Ah, du bist ein cooler Typ. Böse bin ich, böse. Das ist ein Unterschied. Ja, aber der Kerl hat's... Ich meine, der hätte genauso gut einfach geradeaus weiterfahren können, ne? Der war ja einfach auch auf Krawall gebürstet. Ja, aber war doch ganz sinnvoll, wie wir es gemacht haben. Schön links raus. Ich habe mich hinterm Auto in Sicherheit gebracht, du hast leider was abgekriegt, das tut mir tierisch leid. Ja, weil ich war halt auf der... Ja, ich bin ausgestiegen, weil aber, so war es ja auch ganz gut. Aber wir haben es ja überlebt. Richtig. Dann bin ich... Da hast du einen Vorteil gesehen, man war zu zweit, ne? Ja, dann habe ich mich hinterm Busch in Sicherheit gebracht, habe erstmal gecheckt, von wo genau geschossen wird.
War ja auch okay, ich sag, ich mach dir jetzt keinen Vorwurf. Ja, ja. Fand's doch nur cool, dass wir es überlebt haben. Ja. So muss das. Aber dass der Heli dann auch noch rumkam. Ja, das war ja nochmal ein zusätzlicher Bonus und der hat irgendwas abgeschleppt. Der hat irgendein Fahrzeug oder irgendwas untergehabt, ich weiß es nicht. Naja, gut. Das hatte mich ganz schön abgelenkt. Man gemerkt. Ja. Wo denn hin überhaupt? Sieht man ja auch nicht alle Tage, dass hier ein Heli lang fliegt. Ich weiß, dass du links von mir gelaufen bist. Ja, ich sehe dich. Ich bin immer noch links von dir. Ich komme zu dir. Ach da. War Stary eigentlich rot? Nee, ist grün. Naja, mal wieder einen genutzt. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, aber, ne? Aber der Nervenkitzel bei DZ ist extrem hoch, jemanden zu killen, ne? Boah, das ist so eine Anspannung. Ja, ich merke das jedes Mal so, dass ich wirklich sehr, sehr angespannt bin, dass ich sehr am Zittern bin und eine ganz krasse Atmung habe. Siehst du was? Nö, nur mal kurz gucken, ob Zombies rumlaufen. Sind jetzt übrigens hier, wo wir mal den versuchten ersten Hinterhalt versucht haben. Ah, okay. Ach hier, dann ist hier vorne die böse Mauer. Richtig, die Mauer der Zombies. Ja, die war scheiße. Und es war jetzt auch gerade ganz gut, dass wir so weit außerhalb von allem waren. Ist da vorne schon wieder Stary? Alter, da vorne ist Stary. Warte mal, der Plan jetzt. Einfach rüberlaufen, wer fällt ein? Ja, warum nicht, ne? Wichtig ist nur, wir sollten immer, wenn wir es können, eine kurze Pause machen, damit wir dann nicht zittern für den Fall, dass wir die Waffe brauchen. Also jetzt hier zum Beispiel bei den Bäumen würde ich mich kurz hinhocken. Bis sich der Schuss wieder normalisiert hat. Und dann weiter. Na los, komm, normalisier dich. Vielleicht lege ich mich auch einfach mal hin. Dauert echt lang. Ja, ich habe mich jetzt mal hingelegt, mal gucken. Ja, einfach hinlegen. Bringt mehr. Atme. Aber Ponne, das Ziel, was du mir genannt hast, ist eigentlich weiter links von uns. Ja, ich weiß. Aber ja, wir müssen ja irgendwie jetzt... Ich wollte nicht direkt durch Cabadino durchlaufen. Ja, verstehe. Meine, du weißt ja, wie das ist mit Zombies und so. Und, ja, nicht so cool, ne? Nö, uncool. Was sagt denn Stary? Stary sagt, es ist cool. Elektro geht der Punk ab. Wo bist du? Ach, da bist du. Okay, dann los. Jawohl. Ich hoffe, wir erreichen das Airfield. Hier, jetzt weiß ich auch, wo ich diesen Ural das letzte Mal gesehen habe. Der stand hier direkt mit auf der Straße. Hier links ist ein Auto. Ja, ich lass mal hin. Ja, ich versuch mal. Der Ural stand hier. Das war das, wo ich gesagt habe, ey, sieht aus wie eine Straßensperre. Ah ja. Oh, bitte lass jetzt nicht den Hinterreifen kaputt sein. Ah, nee. Jo, spring ran, oder? Nee, ist zu kaputt. Was ist denn kaputt? Reifen. Aber schade. Der ist eigentlich nur orange, aber der muss zerschossen sein. Schade. Ja, kann man nichts machen. Eieieiei. Ich hätte jetzt lieber eine DMR, weißt du? Naja, ja, dann fürs Airfield natürlich. Weil ich weiß nicht, wie diese CZ schießt. Werden's gleich. Also da habe ich jetzt gerade bergauf geschossen. Das ging noch ein bisschen klar. Da oben ist auch noch ein Ural. Eigentlich die Zombies am Hacken. Du hast die Zombies am Hacken? Ach da, ja, ich sehe ihn. Aber es ist nur noch ein Kilometer. Das ist, ein Kilometer ist lächerlich. Das sind 2 Minuten Fußweg. Da brauchen wir jetzt erstmal keine Karre.
Oh Mann, oh Mann. Gehen wir wirklich jetzt auf Hatz, auf Menschenjagd? Ich fühle mich so schlecht, Ponne, mit dieser Entscheidung, die wir da getroffen haben, dass wir das Mit jetzt einem wirklich Auto, tun. mit einer Pampa. Ja, ist schrecklich. Ja. Aber das ist Wir wurden ja natürlich. so selten getötet, dass wir überhaupt gar kein Recht haben, andere zu töten. Ist ja klar, also. Es geht so in die Richtung natürliche Auslese, ne? Und wir sind heute gekommen. Um Rache zu üben an unsere Richtig. Vollstrecker. Wie war das bei blutiger Fahrt Gottes? Und wir warten durch ein Meer aus Blut. Bla 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 bla. Gib uns dafür Kraft und Mut. Ah ja, genau. Gut, dann. Oder gerade im Wäldchen? Ich. Wo bist Der du ganz denn? schön schnell. Ja, ich habe hier meine Zombie-Freunde. Mein Zombie-Freund hier ist Egon. Den kenne ich. Der war in der Schule schon voll schlecht. Er musste aber nicht schießen. Wir können uns ja abhocken. Ja, okay, ich kann mit der CZ umgehen. Er liegt. Und ich habe über deine Schulter geschossen. Cool. Weit ist denn unser Haufen noch weg? 700 Meter Haufen. Hast du jetzt genau den markiert oder was? Ja gut, dann markiere ich ihn jetzt. Oh Gott, ey, und dann mit so einem schlechten Equipment auf Jagd gehen. Frage mich, warum ich kein Bandit-Skill habe. Warum? Wie viele Leute hast du schon genatzt? Ach so, jetzt gar nicht. Ich bin ja wieder gestorben inzwischen. Ja, aber ich glaube, der Skin bleibt doch bestehen, oder nicht? Ich habe aber schon Bandits gesehen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen oder du dich verlaufen. Ich sehe Ja, dich nicht ich mehr. habe noch 500 Meter. Ich sehe dich. Weiter links, bitte. Noch weiter links. Noch weiter links, ja. Bin. Oh. Da, Mensch, irgendwie ist, ja, die Sonne geht gerade unter. Ja, habe ich auch gemerkt. Das ist jetzt auf dem Server 4:15. Ja, ist echt. Ja. Das könnte unser Vor- oder Nachteil sein. Ist das da vorne der kleine Hügel, den du meinst? Also ich persönlich war da noch nicht drauf. Er Okay. ist nicht hoch, ne? Nur mal so rum. Es ist eher Flachland, aber Ja, wir ich sind sehe. geschützt vor Zombies und vor Menschen. Erstmal. Weil dieser Hügel wird eigentlich nicht so, Angefahren. ja, richtig. Oder wo man denkt, dass da einer hockt. Ja, deswegen sollten wir mal gucken, ob da einer hockt. Ne? Nicht, Hocken dass nur wir die aufs Maul Besten, kriegen. weißt du doch. Was? Hocken doch nur die Besten. Ja, wir feigen Schweine. Ne? Ich habe noch vier Magazine. CZ, das muss leer werden. Das ist eine Echte Voraussetzung. dir bei. Ich muss die leer schießen, ohne drauf zu gehen. Das ist meine nächste Quest. Die habe ich mir gerade selbst gestellt. Auf Menschen aber, Oh, ne? natürlich. Der große Elbenvater gibt dir eine Quest auf. Oh, kleinen Moment, Pony. Ich muss mal kurz das Pergament entgegennehmen. Ah ja, schieße deine CZ leer auf Menschen. Alles klar, danke, ja. Und im Lager kriege ich dafür XP. Wie will ich meine Grafik mal ein bisschen verändern? Irgendwie das Gefühl, alles blendet mich so. Ja, hier von links die Sonne so eklig oder was? Ja, irgendwie. So, noch 100 Meter Alles haben so wir. dunkel. Ja, jetzt schon besser. Wirkt ja. Ja, erstmal ja. So, ich lege mich jetzt aber hier mal ganz kurz hin, denn meine lieben Freunde, haltet euch fest, dieser Tagebucheintrag ist zu Ende. Und jetzt sind wir erst hier an dieser Position. Das heißt, der nächste Eintrag, Ponne, handelt wovon? Um Snipen. Vom Snipen! Also, wir sehen uns im nächsten Tagebucheintrag. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ponne. Ciao, ciao. Na, geht doch. Ciao. Warte mal, bis du fertig bist.